Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Werkstatt TV. Heute, Schluss mit dem Blödsinn, heute haben wir hier einen Mondeo MK3, ist aber nicht meiner, aber so ein ähnliches Modell, 2,5 Liter V6 Maschine. Und das Auto ist eigentlich hier, weil der war vor ungefähr einem Jahr, vor weniger als einem Jahr bei der Hauptuntersuchung gewesen. Und da haben die schon die Bremsen bemängelt. Man soll das Verschleißbild, die Verschleißgrenze beobachten, dass die so fast runter wären. Und da hat die Besitzerin, ist eine Freundin von uns, hat gefragt, ob wir mal nach den Bremsen gucken können und die gegebenenfalls austauschen. Und dann habe ich natürlich, bevor ich Sachen bestelle, erstmal mir die Bremsen angeguckt und das ganze Auto mal angeguckt. Auf diesem Prüfbericht hier stehen folgende Mängel drauf, die lese ich euch jetzt mal vor. Da könnt ihr euch gleich mal selber ein Bild machen mit uns zusammen. Hier steht Radbremse, Bremsbelag zweiter Achse links und rechts nahe der Verschleißgrenze, Zustand beobachten. Räder älter als 10 Jahre, Erneuerung wird empfohlen. Und Motorantrieb, Umweltbelastung, Motoröl feucht. Als geringer Mangel, also ohne Abtropfen. Weil sobald das Öl am Motor abtropft, haben wir einen erheblichen Mangel. Und dann wären wir die Prüfung auch schon zu Ende gewesen. Wir gucken uns jetzt zusammen mal kurz das Auto an. Also jetzt sehen wir die Reifen hier, die älter als 10 Jahre und deswegen empfohlen, dass die erneuert werden. Guckt euch die mal an. Ja gut, das ist jetzt, keine Ahnung, 10 Monate her oder so, die Hauptuntersuchung, aber das Auto wird kaum bewegt und wenn nur im Kurzstreckenverkehr. Also gut. Kann man aber unterstellen, dass das damals noch nicht so gewesen ist. Das können wir nicht widerlegen, das glaube ich. So, und das leicht ölfeuchte Motor, ihr könnt mal hier auf den Boden gucken, da fängt es nämlich schon an. Und wenn wir jetzt mal nach oben schauen, sehen wir den leicht feuchten Motor ohne Abtropfen. Wir sehen hier die dicken Tropfen schon überall dranhängen. Also es ist schon massiv, es kommt wahrscheinlich von der Ölwanne. Gut, aber auf jeden Fall weiß ich nicht, ob das auch erst seit gestern ist. So, wo die Frage aber eindeutig ist, und jetzt schauen wir uns mal die Bremsen an, die nahe der Verschleißgrenze sind, kommt mal mit. Jetzt kannst du von hier, ne? Kriegst du uns auch drauf? Mhm. Also dich nicht. Ja. Kannst du erstmal hier? Okay Leute, die Bremsen sind nah an der Verschleißgrenze. Das war vor 10 Monaten wahrscheinlich, sah dann auch schon so aus, weil das Auto, keine Ahnung, im Monat höchstens 50 Kilometer bewegt wird oder so. Also die sind auf jeden Fall erneuerungsbedürftig. Da haben die auch mit Recht, der Prüfer, Sachverständige. Aber Leute, guckt euch mal das hier an. Jetzt kann mir keiner sagen, dass das erst seit einer Woche ist. Also wenn ich das jetzt hier, das ist die Bremsleitung. Und die ist sich hier komplett am Auflösen. Wenn ich die hier biege, kriege ich hier oben noch mehr Risse. Also die ist wirklich kurz davor, undicht zu werden. Ihr seht auch, hier ist sogar schon, nee, das haben wir eben eingesprüht schon mit Krisch, damit wir den gleich besser rauskriegen. Und das Gleiche haben wir hier auf der rechten Seite auch nochmal. Schaut euch mal an hier, das Bild des Grauens hier. Machen wir das Licht weg? Ist, glaube ich, ein bisschen überbelichtet dann. So? Ja. Ja, wegen der Lampe da. Also, hier sind zwei neue Bremsschläuche, die der Markt jetzt einbauen wird. Ich muss fairerweise sagen, dass das Auto nicht bei der Prüfstelle war, wo wir sonst immer hingehen. Wir haben ja eine Prüfstelle, wo wir sonst immer unsere Autos hinbringen, die hier um die Ecke ist und wo man uns auch kennt. Grüße gehen raus an den Daniel, der unsere Videos auch schaut und ein ganz toller Sachverständiger ist. Genau, der Marc wird jetzt die Bremsleitungen wechseln, den habt ihr ja schon länger nicht mehr arbeiten sehen, ich auch nicht. Und das Ganze wie immer ja, nach dem Intro. Ja, wir fangen als erstes an und zwar mit dem Behälter, weil wir hinten die Bremsschläuche abnehmen müssen und damit uns dann nicht die ganze Bremsflüssigkeit rausläuft, nehmen wir unsere Folie und legen die hier zwischen. Legen wir die Folie dazwischen und schrauben den Deckel wieder drauf. Ja, und der Rest der Arbeiten geht jetzt an der Hinterachse weiter.
Ja, wir fangen mit der Bremsleitung hier oben an zu lösen. Als erstes, allerdings müssen wir die Bremsleitung hier und hier unten am Sattel, das zeige ich euch gleich, mit Rostlöser einsprühen. Das am besten erstmal einwirken lassen, damit sich die Leitungen lösen lassen. Wenn das nicht klappen sollte und sich die Leitung mitdreht oder hier rund dreht, ja, dann, wie man sieht, geht die Leitung bis hierhin. Hier ist auch noch eine Verschraubung, die können wir dann auch noch lösen. Wie das Ganze dann repariert aussieht, das zeige ich euch mal auf der anderen Seite. Ja, wenn ihr seht, wir haben hier das gleiche Problem gehabt. Wir haben versucht, hier den zu lösen. Das hat leider nicht geklappt. Dann haben wir versucht, auch hier die Leitung durchzuschneiden und hier neu anzusetzen. Das hat leider auch nicht funktioniert. Und dann haben wir als letzte Möglichkeit hier losgeschraubt. Und das hat dann zum Glück funktioniert. Wir haben da so eine komplette Leitung neu angefertigt. Wenn ihr sehen wollt, wie das funktioniert, dann blende ich euch hier oben das Video ein. Ja, dann versuchen wir mal hier die Leitung zu lösen. Ja, wie wir sehen, lässt sie sich super lösen. Dann müssen wir, wenn wir jetzt angelöst haben, und damit das einfacher geht aufzuschrauben, ziehen wir jetzt den Splint hier aus. Ja, um die Klammer jetzt zu lösen, nehme ich mir einen Schraubenzieher. Versuche die. Ja, dann können wir die Leitung ein bisschen rausnehmen und können den restlichen Gewindegang rausschrauben. Ja, wie wir sehen, läuft hier kaum was aus, weil wir natürlich vorne die Folie drauf gesetzt haben. Dann lösen wir als nächstes hier die Verbindung vom Bremssattel. Ja, das geht auch sehr einfach. Wie wir auch beim Losschrauben schon sehen, verabschiedet sich der Schlauch jetzt fast komplett. Es wird immer schlimmer. Ja, dann nehmen wir den neuen Bremsschlauch. Und schrauben als erstes in den Bremssattel rein. Wenn wir die jetzt handfest reingeschraubt haben, ziehen wir da jetzt noch einen Schlüssel nach. Ja, man merkt, also wenn man ein bisschen mit Gefühl hier arbeitet, dann merkt man, dass es irgendwann fest ist. Sollte man auch sein und dann nicht mehr machen, weil das Material auch weich ist. Ja, dann nehme ich mir den Schlauch. Der hat hier eine Führung. Ja, also hier sehen wir so zwei Splinte, mit denen sich verdrehen kann. Und hier innen ist auch dieses Zackige, wo das dann auch reinpasst. Setzen wir den hier rein, bis er eingerastet ist, und nehmen unsere Klammer. Und befestigen den dann auch direkt. Ja, dann können wir als nächstes die Metallbremsleitung wieder reinschrauben. Ja, und hier ist das gleiche mit Gefühl, wieder reindrehen. Ja, wir haben jetzt natürlich die Leitung gewechselt. Ist jetzt natürlich in der Leitung, in der neuen, keine Bremsflüssigkeit drin. Wir haben natürlich geöffnet, das heißt auch hier in der Metallleitung ist es Luft drin. Das heißt, wir müssen die Leitung jetzt entlüften. Und das zeige ich euch jetzt. Und dafür haben wir ein extra neues Gerät, das auch elektrisch arbeitet. Wir haben bisher nur das ist unser neues Gerät, was auch elektrisch arbeitet. Die anderen Geräte arbeiten nur mit Luftdruck. Ja, und dann schließen wir das mal hier an. Als erstes nehmen wir die Folie mal raus.
Ja, und wenn ihr sehen wollt, wie die ganze Bremsanlage entlüftet wird, richtig, dann blende ich euch hier das Video mal ein. Da ist es ausführlich erklärt. Ja, wenn hier keine Blasen mehr kommen, können wir auch wieder zumachen. Und jetzt machen wir als letztes einen Test, ob die auch unter Druck dicht halten. Und dazu ist jetzt einer drin, der drückt gerade das Bremsfilter so fest, wie es geht. Ja, jetzt sehen wir natürlich hier, es tropft nichts. Hier ist alles in Ordnung. Gehen wir mal runter bei der Leitung. Hier die Verstrauung, da sieht man, da läuft nichts. Man kann auch den Entlüftungsdiffer mal hier gucken, da ist auch alles dicht. Ja, bei der anderen Seite haben wir das schon kontrolliert, das ist auch dicht. Und jetzt können wir uns mal den alten Bremsschlauch angucken, wie der aussieht. Den schneiden wir mal was auf, wie viele Schichten da noch übrig wären. Dazu, das machen wir an der Werkbank. Ja, dann spanne ich mal die Bremssättung hier ein und schneide die mal mit dem Cuttermesser durch. Relativ schnell. Ja, und wie wir sehen können, ist hier die obere Schutzschicht, die am Wegbröckeln. Ja, dann schneide ich mal hier ein bisschen den Schlauch auf, damit man ein bisschen besser das erkennen kann. Ja, wie wir hier sehen, haben wir hier den inneren Schlauch, wo die Bremsflüssigkeit drin läuft. Hier haben wir eine Gewebeschicht, die das zusammenhält, damit weil dieser Gummischlauch, der drin, würde der alleine sein, würde der platzen. Das heißt, wir haben hier diese Gewebeschicht und diesen Schutzmantel, also diese äußere Isolierung. Wie wir sehen, ist schon die äußere Isolierung, die das auch zusätzlich das Material stärkt, schon an den Stellen kaputt gewesen. Kann man hier auch sehen, überall porös. Ja, gut, dass wir den Schlauch gewechselt haben, weil sonst würde sich der innere Schlauch aufblähen und immer dicker werden und irgendwann platzen und dann kann man halt nur noch zwei- oder dreimal eine Bremsung durchführen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da und dann bis demnächst hier auf Werkstatt TV.